Hi Leute, willkommen zurück. Ich habe gesehen, bei der letzten Folge hat es so ab der Hälfte wieder Tonprobleme gegeben. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Ich kann hier nur auf meinem MacBook schauen, dass der Pegel natürlich jetzt auch beim Mikrofon hier ausschlägt. Aber während des Rennens, Leute, kann ich natürlich nicht vom Fernseher wegschauen. Deshalb kann es sein, dass ich es manchmal nicht merke. Aber ich habe wirklich auch keine Ahnung, warum mittendrin der Ton auf einmal weg ist. Egal, Leute, ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Folge 3 von MX vs. ATV. Wir sind hier mitten in einer Rennserie drin. Drei Rennen haben wir in der letzten Folge gemacht. Wir machen jetzt die letzten drei. Und zwar Hurricane Hill ist das erste. Auf geht's. Ich glaube, mit dem Motorrad hätte ich hier doch schon ein bisschen besser abgeschnitten. Aber jetzt haben wir hier halt ein ATV. Ah, da stehen wir total quer. Das hat natürlich Zeit gekostet. Ansonsten fünfter Platz bisher ist gar nicht mal so schlecht. So, keine Fehler machen. Dranbleiben. Oh nein, oh nein. Eieiei, aber dritter Platz. Dritter Platz. Ist das endlich unsere Strecke, wo wir mit vier Rädern hier dominieren können? Im Moment Erster. Hey. So. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Fehler, da springen wir vollkommen idiotisch hier aus der Bahn raus. So, wir sind schon in der zweiten Runde und führen. Ja, was ma warum? Völlig dämlicher, unnötiger Fehler von mir. Ich wollte an sich das Gewicht nach hinten verlagern und mach nach vorne, ich Depp. Aber trotzdem, glaube ich, geht noch was. Sind schon wieder Dritter. Weiß nicht warum, aber diese Strecke liegt der KI anscheinend gar nicht so. Oder sie haben Mitleid, wollen uns mal gewinnen lassen. Kommt mir ein bisschen so vor, weil so gut fahre ich hier nicht. Der Sprung war mal gut. Nein, gut, nicht wieder. Die Gegenrichtung hier. Ja,
Ach, ich verpasse ewig diese blöde Stelle. So, letzte Runde. Den müssen wir unbedingt das nächste Mal vermeiden, diesen Fehler da. Oh Mensch. Noch sehen wir den ersten. Konnte sich jetzt ein bisschen absetzen, aber jetzt sind wir wieder dran. Ah, das hat noch nicht gereicht. Aber jetzt hier komischerweise auf diesem Steilstück kommen wir an sich immer gut ran. Die Landung war gut. Ui, da konnten wir es gerade noch mal abwenden. So, jetzt kommt gleich die Stelle wieder, wo man an sich fast auf die Gegenfahrbahn springt. Ja, genau, da ist sie schon. Und wir haben den ersten Sieg. Auf vier Rädern. Nein, nee, nicht der erste. Doch, der erste auf vier Rädern. Mit dem Motorrad hat man sich auch schon gewonnen. Open Cross Hurricane Hill. Ja, super. 25 Punkte bringt uns in der Gesamtwertung auf den vierten Rang. Und zwei Rennen haben wir noch. Machen wir mal Ocotillo. Hört sich zumindest lustig an. So, tiefstehende Sonne. Sonne ist wahrscheinlich auch irgendwo. So. Eieiei. Zehnter Platz sind wir. Und ich hoffe, da geht noch. Da geht noch ein bisschen mehr. Das war katastrophal, 16. Jetzt müssen wir erstmal wieder rankommen, uns rankämpfen hier. So, da sind wir wieder ein bisschen dran. Aber, wie ich das sehe, auch schon die letzte Runde.
Tja, das wird wohl nicht viel mehr. Wer hat uns denn da so schön weggeholt, hä? Eieiei. Letzter Platz. Eine Riesenenttäuschung. Eine Riesenenttäuschung ist das. Na, ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen. Ich fühle mich hier auf diesem Quad nicht so richtig wohl. Sechster Platz. Alles verspielt. Gesamtsieg ist nicht mehr drin. Machen wir das letzte Rennen hier. So, Bucking Horse Trail. So, da haben wir aber mal einen Blitzstart hingelegt. Nach dem letzten Platz im letzten Rennen müssen wir jetzt was machen. Auch für mein Ego. Ich muss was für mein Ego tun hier. Das war ein schöner Sprung. Das ist aber eine ganz schön lange Strecke hier. Immer noch nicht die Runde beendet. Oh nein! Was war das denn für ein Quatsch? Für ein absolut lächerlicher Fehler. So, was sehe ich? Vorsprung 2,3 Sekunden. Machen jetzt. Dann sollten wir das Rennen auch gewonnen haben. Oh, oh. Sag ich noch und da war's. Oh, was hat uns denn da so dermaßen aus der Bahn? Na gut, ich hab das Gewicht nicht gegengesteuert. Aber ich denke mal, hier werden wir noch ein bisschen wieder rankommen. Vielleicht sogar die Führung wieder zurückholen. So nicht.
denke mal, das war es jetzt komplett. So, dann ist das Rennen lang. Also ich bin gespannt, was da für uns noch geht. So, diesmal fahren wir ja nicht vor den Pfosten. Nein. Da konnten wir jetzt aber wirklich nichts machen. So, es wird noch ein heißer Kampf hier mit dem 16, mit dem 15. Jetzt mit dem 14. So, 12, da sind wir immerhin noch. Und das war es dann wohl auch, ha? Huh? Nein, wir werden noch 11. Riesenerfolg. Ja, nein, mein Schatz. Ich hätte doch lieber Motorrad nehmen sollen. Na gut, genug gejummert. Leute, die Folge ist zu Ende. Wir haben hier auch die zweite Serie abgeschlossen. Beenden. Ich will jetzt noch eben gucken. Ich vermisse ja auch ein bisschen bei dem Spiel, dass man so sieht, steigt man hier auch in Stufen auf. So Karrierestufen. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich finde bisher das Menü auch ein bisschen unübersichtlich. Gut, hier sind wir jetzt hier in unserer Basis. Jetzt wollte ich hier noch mal eben was schauen. Ja, das ist schön und gut. Kann man hier eigentlich? Nein, das ist nur Zierde hier, ne? Optische Zierde. Okay, dann gehen wir noch mal hier drauf. So, Tuning, Fahrzeugteile für optimale Performance anpassen. Durchsuche und kaufe neue Bikes, ATVs und UTVs. Was haben wir denn hier? Fahrzeug kaufen, aha. Fahrzeugverkauf. Nein, Fahrzeuge kaufen. Also was ist das jetzt? Freischalten.
Ja, das meine ich. Es ist jetzt, das ist doch ein Fahrzeug zum Kaufen, oder? Oben steht Fahrzeugverkauf. Mal zurück nochmal. Fahrzeug. So, das sind die, die wir haben. Ja, das sollten die sein, die wir haben. Motor verwendet. Was ist das? Aha, ein besserer Motor. Wo sehen wir denn? 5000, wenn ich das richtig sehe, haben wir 22.856, ja? Okay, dann haben wir das jetzt schon mal gemacht. Auspuff verwendet. Freigeschaltet. Wir haben den. Der ist ja gleich, oder? Reifen. Sind die besser? Nein. Gut, Leute, die Folge soll nicht zu lang werden. Deshalb gehen wir hier mal raus. Fahrzeugverkauf. Ich wollte jetzt noch mal eben schnell bei den Serien schauen. So, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Das. Aber hier ist ja. So, wenn ich jetzt mal hier drauf gehe. Nein, da sind wir wieder da. Halt nochmal zurück. Ich wollte es noch eben schauen. Da, was heißt? Wir kommen gar nicht drauf. Aha. Ah, jetzt habe ich so langsam. Wir müssen also, ich denke mal, mindestens einmal hier Bronze erreicht haben, wenn ich das richtig sehe. Weil Stufeneinteilung gibt es ja nicht in diesem Spiel. Egal, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es mir, wie wir hier das Pro UTV Open Cross freischalten. Ich nehme mal an, gut, wir müssen bei einer Serie zumindest am Ende Dritter sein. So verstehe ich das. Oder sind das drei Podestplätze? Egal, falls das jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Leute, die Folge ist hier zu Ende. Habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Ciao, ciao.